Jo, da sind wieder bei Pokémon Omega Rubin. Beim letzten Mal haben wir Laubwechselfeld erreicht, haben erfahren, dass Professor Cosmo weg ist und wir ihn jetzt bei den Meteorfällen suchen. So, da wir da vorne so ein paar gemeine Angler haben, lassen wir das Minun mal erledigen. Gau, Minun. Im Mangel hättest du gegen mich nicht den Hauch einer Chance. Lass mal deine Pokémon sehen. So, hallo Angler Anselm. Ich kannte mal jemanden, der hieß auch Anselm. Oder? Anselm? Doch, Anselm, glaube ich, hieß der. Der hat coole Sachen verkauft. Aber anscheinend hat er keinen Krebscore gehabt. So. Wollen wir mal gucken. Und ein Weilmer. Ach ja, Minun ist so toll mit seinem Ladungsstoß. So eine starke Attacke so früh. Weil ich mir denke, Christian hat über seinem Knilz ja auch eine Samenbombe direkt von Anfang an. Ein Kräftemesser im Angeln hätte ich gewonnen. Ja, ja, ja. Red du mal weiter. Ich wäre auch besser im Angeln als du. Hier noch irgendwas? Nein. Dann hauen wir dem Angler auch aufs Maul. Amadeus. Mit Garados. Och. Was für ein wunderschönes Pokémon du da hast. Komm, ich zeig dir mal was, was ihm richtig aufs Maul haut. Ein wundervoller Ladungsstoß. War wahrscheinlich sogar der Funkensprung. Naja, wobei, ich weiß nicht, ob der Funkensprung gereicht hätte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das war auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung. So, war es mit den Anglern? Was für ein Geräusch. Oh, Wablu. Junge, hier scheint ein Pokémon zu sein. Wo denn? Hm, schade. Wablu ist verpasst. Da ist ein Geheimbasenbaum. Da wohnt Lanette. Was haben wir denn da? Irgendwas, was ich gerade verjagt habe, ich Idiot. Hier sind... Moment, hier sind Wilbelbeeren? Früher waren hier Persimbeeren. Dam, ta, 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 dam. Hier kann man ja auch alles, hier kann man Wablu fangen und das kann man auch alles fangen. Ich glaube, die Entwicklungen von Samozel und Loturzel. Da haben wir noch wieder ein Geweiher. Oder? Ja, noch ein Geweiher. Springen wir da runter. Was bist du denn? Sammelbeeren, damit ich beim Pokémon gewinnen kann. Wenn du magst, gebe ich deine ab. Nürbeere. Danke. Viel Glück. Danke. So, hallo Lanette. Oh Jan, Entschuldigung, dass es so chaotisch aussieht. Hier halt immer, wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Ist mir echt peinlich. Erzähl das bitte niemandem. Hier, ich gebe dir auch dafür das. Samurzel. Yay. Dann gibt es wahrscheinlich beim anderen eine Loturzelpuppe. E-Mail von jemandem auf dem PC. Dein Lagerungssystem bietet viel mehr Komfort als meines. Du hast viele anwenderfreundliche Features, die nützlich sind und Spaß machen. Es macht mich stolz, dass ich Teil dieser Entwicklung war. Ich hoffe sehr, dass du deine Forschungen in diesem Bereich weiter fort. Bill. Nee, ich habe deine E-Mails gelesen. Jetzt weiß ich, was du für schmutzige Sachen mit Bill ausgetauscht hast. Okay, gehen wir weiter. Da haben wir einen Doppelkampf. Den machen wir doch mal mit den beiden Kameraden. Hi. Wer hat dir denn das Kämpfen beigebracht? Eigentlich ich selbst. Wobei, so ein bisschen hat mir Christian auch beigeholfen. Nicht gerade das beste Team, was mir gerade gegenübersteht. Ah, Hitzewelle trifft nur die Gegner. Das ist gut. Das ist gerade ein bisschen gefährlich, was ich mache. Kann Moppet wahrscheinlich drauf gehen. Und alle meine Pokémon gehen dabei drauf. Ich sollte einfach mal beide auswechseln. Hier haben wir mal Galagladi rein.
Und hier holen wir mal Reptane rein. Plopp. Nummer 1. Ich dachte, vielleicht kriege ich das Roselia mit Hitzewelle kaputt, aber... Nee, leider nicht. Ja gut, das zieht nicht allzu viel ab. Und der Blubstrahl auch nicht. Wie es voll auf Stolunio abgesehen hat, nur weil es nur noch eine KP hatte. So, wie machen wir das denn jetzt? Holen wir den Schattenschuss auf Roselia. Und die Laubklinge auf Azumarill. Ja, perfekt. Es gibt jetzt massig Erfahrung auf alle. Galagladi 24. 72 Angriff, hui. Stolunio 23. So, und weg. Du wirst doch, glaube ich, einiges an Erfahrung geben. 931, uiuiui. Ui, ui. Schick, schick, schick. Und kam auf 23. Sehr gut. Ja, doch, der Kampf hat einiges gebracht. Es war viel Schmerz in unserem Pokémon. Supertrank. Du kriegst einen. Und du kriegst einen. Nee, jetzt fehlt da noch so ein kleines bisschen. Aber sicher irgendwo, ja. Ja, fast. Eine Sinelbeere. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Was haben wir denn noch alles? Ich habe bisher noch kein einziges Pokémon gefunden per Suche. Moment. Ich möchte wenigstens eins mal finden. Bitte? Hallo? Dann halt nicht. Dann kämpfe ich halt gegen den Pokémaniac. Ist das ein Pokémaniac? Dieser Blick. Unbezahlbar. Heute ist es ein Stolunion. Na gut, wir haben ja erfahren, Kamaup ist sogar schneller als Stolunion. Zumindest in unserem Falle. Und das ist hier auch so. So, jetzt aber am besten keine Robustheit. Schade. Brüller. Okay. Wer kommt? Wingull. Tja, ich würde sagen, Pech für dich. Wobei, egal was gekommen wäre, ist eh Pech für ihn, weil alles... Jedes Mal der Pokémon kann irgendwie dem Gegner ein KP abziehen. Du guckst wirklich verdammt blöd. Wenn ich das mal so sagen darf. Da unten. Was haben wir denn da? Oh, ein Sengo. Schick. Sengo finde ich cool. Das möchte ich haben. Vielleicht fangen wir das auch mal so ein bisschen besser. Das könnte wehtun. Ja, vor allem mit dem Crit. Das könnte schlecht sein, je nachdem, was für eine Fähigkeit er hat. Holen wir erstmal sicherheitshalber mal Stolunio raus, um die Angriffe abzufangen. Jetzt erst recht. Wie viel? Na, ich glaube 2 bis 3 Versuche habe ich. Bevor er mir hier zu Tode brennt. Oder maximal 5 mit meinen Superbällen. Na! Ah! Zornklinge. Ja, gut, das dürfte nicht viel abziehen. Es wird knapp. Du darfst jetzt gerne drinbleiben, Sengo. Ach, komm schon. Dann überleb jetzt bitte noch eine Verbrennung. Einen Tick.
Och Mann! Verdammte Hitzewelle. Da will man ein Pokémon mal haben, was man da sieht, und dann verbrennt es sich zu Tode. Hat sich quasi die Finger verbrannt. Ha, 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 ha. Ich kann jetzt auch nicht danach suchen, ne? Nee. Ich muss es erst einmal gefangen haben. Na gut, das ist wahrscheinlich wieder nur Geweiher. Oh, es hätte sogar irgendeine interessante Attacke gehabt. Nee. Du bist nur ein Samurzel. Das ist auch wieder unser Murzel. Oder Geweiher, je nachdem. Irgendein Pokémon, was wir auf jeden Fall schon haben. Na? Na? Komm, ein Pokémon möchte ich noch sehen. Vielleicht sehe ich ja ein Wablu. Vielleicht sehe ich ja überhaupt irgendwas. Die Pokémon auf dieser Route sind gerade alle so ein kleines bisschen faul. Wenn ich das gerade so richtig interpretieren darf. Dann halt nicht, dann gehe ich ja halt. Tschüss. Habe ich was mit Zerstrümmerer dabei? Ja. Dann suchen wir halt ein andermal. Riesenperle. Gut, nehme ich. Und Protein. Geld zum Verkaufen. Fast. Geld zum Verkaufen. Ja, ich verkaufe 10 Euro. Nur für 5 Euro. Hey, jeder, wo wollt ihr mit Professor Cosmo hin? Ah, stehen geblieben! Ist das ein Meteoriteneinschlag? Bin ja gerade gekonnt an dir vorbeigelaufen, ne? Mein lieber kleiner Picknicker. Bist du ein Picknicker? Camper. Camper Kuno. Das Minun wird mir sogar gerade sehr gut gefallen. Ich habe dann nämlich eine wunderschöne Intensität dafür. Wechsel dich. Ey! Gib mir meinen Pudersand zurück. Ich darf's gern nochmal wechsel dich machen. Yay, Kamabus, der ist da. Also hätte ich meinen Pudersand gehabt, hätte es gereicht. Und Volbeat. Da können wir Stolunio einsetzen. Außerdem kommt jetzt mit ganz vielen, ja, Konfusstrellen an. Stolunio, ich glaub an dich. Danke. Ja, und dann reicht's nicht. Dann machen wir noch einen Eisenschädel. Oh, Flinkklaue. Stolunio? Yes! Stolunio ist voll cool. Ihr kriegt echt, ihr kriegt Stilpunkte. Ha, 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 ha. Ha. Ganz viele Stilpunkte. Das sieht ja cool aus. Finde ich hier irgendwas? Ja, hier finde ich sogar wirklich was. Kometstück. Hui. Hier auch? Steinknochen. Schick. Na, da unten wäre noch was gewesen. Moment, dann laufen wir nochmal kurz zurück. Das möchte ich haben, das Item. Mit einem hohen Level? Was? 29! Okay. Ja, ne? Ein Geweiher Level 29. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt Kamaup drin lassen, wenn eine Wasserattacke kommen könnte. Stachelfinale, okay. So, ich kann auch, glaube ich, locker einen Wünschnitt machen.
Das Ding ist immerhin 5 Level höher als ich. Ich glaube, das fange ich mir jetzt einfach mal nur wegen dem Level. So. Na. Ein Ruckzuck sollte noch gehen. Das Problem ist, ich habe eben nicht mehr viele Bälle. Ja, wobei Geweih ist an sich kein Pokémon mit so einer hohen Fangrate. Und offensichtlich kann das Ding auch nichts anderes außer Stachelfinale zum Angreifen. 3 Bälle habe ich noch. Na komm. Bleib mal drin. Vielleicht machen wir uns ja einen Maskeregen. Wenn jetzt schon so ein starkes Geweiher hier vorbeikommt. Yay. Cool. Mit Stachelfinale. Ist auch nur eine Attacke. Und Kamop 24. Das war zwar jetzt nicht geplant, aber gut. Wir haben halt ein starkes Geweiher gefunden. Will ich mal nicht meckern. Das ist das stärkste Pokémon, was wir jetzt haben. Ah, ein Carbon war da nur. So, dann tap, tap, tap. Hier noch schnell vorbeischleichen an dem ganzen Gras. Wollte ich gerade sagen. Ah, ein Blanas. Ach nee. Ich will mal die 2 Bälle, die ich noch habe, mal noch aufbewahren. Vielleicht finde ich noch irgendwas richtig Cooles. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? War das ein Wablu? Ich suche Level 2, also. Dummes Blanas. Verarsch mich doch nicht. So. Jetzt wollen wir endlich mal hier weitergehen. Was haben wir denn da Schönes? Energiestaub. Hat das Zeug, wovon einem die Pokémon nicht mehr so sehr mögen, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Sieht ziemlich cool aus mit diesen riesigen Kratern. Hi. Immer Wasser beim Campen bereithalten, das stimmt. Ja. Hitzkopf-Hasso. Ich gab's auch mal. Ich finde schön, die ganzen Trainer, die sehe ich und denke mir, hey, dich kenne ich und dich kenne ich und dich kenne ich auch. So viele Leute, die man kennt. Ist doch, ist das nicht schön? Intensität 7. Und tschüss. So, jetzt hast du noch einen Wingull, ne? Wingull, ja. Das darf Reptin machen. Wow, alle Level 24 bis auf Stolunior. Schön gleichmäßig trainiert. Finde ich gut. So. Dann blitzen wir noch eben dieses Wingull weg. Jetzt haben wir uns im Endeffekt den ganzen Partner auf dieser Route aufgehalten. Da war sie gar nicht mal so groß. Aber sie hatte hier und da ja ein paar Trainer und ein paar Pokémon. Und wir haben ja noch ein bisschen was gefangen. So. Dann scheint hier nichts weiter mehr zu sein an Items. Vielleicht auf dem Krater da oben. Hi. Weil du hast jetzt wahrscheinlich sowas wie Kleinstein, oder? Klotwig. Ja, Kleinstein. Ich würde dir einfach Dampfwalze machen. Ich hoffe einfach mal, dass keine Intensität kommt. Das reicht nicht mal. Oh, du kannst auch Dampfwalze. Deine Dampfwalze tut mir leider ein kleines bisschen mehr weh. Weil Step und doppelter Schaden. Hätte ich doch einfach ausgewechselt. Ach, ich habe noch den meinen 3 Beleber. Intensität 6. Was kann dieses Boden-Pokémon? Auch Bodenattacken. Das ist ja echt unverschämt, natürlich. Okay, also Stolunior gegen Wanderer rauszuschicken ist eine blöde Idee. Merken wir uns das mal für die Zukunft. So, wenn ist das auch Level 24?
So, komm, Reptile, mach du das einfach. Ich sollte mir vielleicht echt mal so ein paar mehr Heilungen kaufen. Intensität 6. Wir haben jetzt schon zweimal Intensität 6 hintereinander. Würdest du mir jetzt vielleicht noch eine dritte Intensität 6 rausbringen? Duff. Aufs Gesicht. Die Berge sind unerbittlich. Bam, bam, bam. Tja. So. Wow. Was ein geiler Riesenkrater. Lass mal unseren Starter mal so ein bisschen kämpfen. Da können wir noch zumindest bis vor dem... Ah ja, das ist dieser Hollere... Wie auch immer man das ausspricht. Wanderer. Janno. Kämpfen wir uns noch eben bis vor dem Meteorfälle und dann wird es auch das für diesen Part gewesen sein. Und vielleicht bringe ich Reptane auch später mal wieder Pflanzsäulen bei. Der Spezialangriff ist leider doch ein kleines bisschen besser als der Angriff. Alter! Das tat weh! Guck mal, dieser Volltreffer hier. Ist zwar schade um die Laubklinge, weil... So eine coole Attacke. Aber bringt ja nichts, wenn... Wenn die einfach mal schwächer ist. Ist hier unten noch was? Geheimbasen? Nee. Okay. Dann stellen wir uns mal hier vor die Höhle. Schmeißen. Wingull nach vorne. Und beim nächsten Mal dann in die Meteorfälle und schauen mal, wer denn da Professor Cosmo entführt hat. Das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.